Herzlich willkommen zurück bei Anno 2205. Bestätigt. Es ist bestätigt, dass wir hier diese Aufgabe enden und nochmal ordentlich abcashen. Hoppala. Das war die falsche Taste, da wollte ich hin. Collecte mal den Shit. Sind unterwegs. Und wo war das andere? Hier oben auch noch. Sind unterwegs. Yay, gerade noch so gepackt. Bestätigt. Container beladen. Verstanden. Ja. Jetzt fahre, Johnny. So, fährst du erstmal hier hin und dann fährst du hier hin. Was brauchst du? In einem der Foren, die ich lese, ist mir was entspannt. Ja, viel Quells nehmen wir gerne. Einfluss nehmen wir auch gerne. Sehr gut. Evel, finde sie hier. Brauchst du eine neue Identität? Die Sache könnte dir länger anhängen. Hä? Ist aufgeflogen? Im Gange. Ach so. Roger. Bestätigt. Now I'm confused. Naja. Machen wir wenigstens die Aufgabe hier. Finden Sie eure Kisten auf beliebige Insel. Dann finden wir doch mal die Kisten auf einer beliebigen Insel. Ich wusste, dass du den alten Nick stolz machen würdest. Richtig. Na, jetzt können wir mal wieder hier auf den Markt schauen. Ja, nee, Geld brauchen wir aktuell nicht. Wir sammeln einfach weiter Einfluss. So. Wo waren wir stehen geblieben? Höchst zufriedenstellend. Ja, mach ruhig, was du meinst. Das schaut ja alles soweit gut aus. Gucken wir doch mal hier into the space. Genau, dafür hatten wir nicht genügend Geld, um das zu... Ach genau, da hatten wir auch was. Da hatten wir darauf gewartet, dass das löppt. Und in der Zwischenzeit... Sie werden nicht einfach nur rumstehen, oder? Machen wir mal das hier. Sektor Vanha-Ebenen. Kalte Winde fegen über die weiten Vanha-Ebenen. Wo das Eis der Arktis, Nadelwälder und Sümpfe voller Mücken übergeht. Ein riesiger Saatgutbunker in den genetischen Daten lange ausgestorbener Arten eingelagert sind, ist einer der Schätze dieses Gebiets. Ca. 82.000 Hektar, 10 Bergbauplätze, 20 Küstenbauplätze. Explosive Gasvorkommen, aha. Die Naturgasvorkommen sind gewaltig, aber in einigen Anlagen ist die Produktion aufgrund zusätzlicher Sicherheitsvorkehrungen verlangsamt. Produktionsrate minus 15%. Explosive Gasvorkommen? Explosive Gasvorkommen. Naturgasvorkommen sind gewaltig, aber die Anlagen, ja. Produktionsrate plus 30% in Bohrplattformen. Mhm. Befestigen Sie den Sektor von... Befreien Sie den Sektor von dem Virus, das das Saatgut im Bunker der Eden Initiative befallen hat. Ich glaube, wir sind alle froh, dass dieser angelegt. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Ich bin gespannt. Um die die Supercomputer will ich mich nicht kümmern. Zumindest nicht, bevor wir die Technik haben, mit der man einfach nur Microchips braucht. Shuttle kommt planmäßig an. Vielleicht ist das auch Quatsch und es wäre wirklich einfacher, das so direkt zu machen.
Aber die anderen beiden kann ich halt hier nicht abnehmen. Die anderen beiden. Ihr wisst schon. Die anderen beiden Forschungsstationen, wie man das da oben auch immer nennt, weil dann würde ich ja meine ganze Produktion hier quasi über den Haufen werfen. Das würde ja nicht funktionieren. Gut, dass Sie hier sind. Dies ist ein schöner Ort, aber er ist abgeschieden. Screenshot. Das könnte der Grund sein, warum die Eden-Initiative ihn ausgewählt hat. Vor 2 Jahrhunderten haben sie hier einen Saatguttresor gebaut, um mittlerweile ausgestorbene Arten aufzubewahren. Dieser Tresor ist unser Ziel. Die Eden-Initiative. Aber der Tresor ist nicht richtig gewartet worden und hat Lecks. Und er hat noch etwas Gefährliches aus der Vergangenheit mitgebracht. Wir möchten beide in den Saatguttresor, aber zuerst brauchen wir Forscher, die sich vor Ort mit den Funden befassen. Ja, kein Problem. Wollen Sie in die Tundra-Wohnung? Zeig ich mal her hier, was gibt's hier Geiles? Schön viel Bauplatz ist hier ja, ne? Also ist ja nicht. Gut, das ist sumpfiges Gebiet, das zählt nicht. Gut zu wissen. Ja, wir fangen erstmal an hier. Konkurrenten bieten auf ihre Firmenanteile. Gegenmaßnahmen empfohlen. Ihrer Bitte wird stattgegeben. Oh, was für ein Teil bieten die? Oh. Das kann ich leider nicht akzeptieren. So, einen Moment. Mensch. Der Hüstitz und Brüstitz. Ja, wo setzen wir die Häuser denn mal hin? Was würde denn Sinn ergeben? So ein bisschen einfach mal hier so mitten rein. Wow. Irgendwie so. Erweitert. Na, guck mal, da können wir jetzt hier die Sonnenblumenfarm hinsetzen. Interessant. Und das Ding direkt daneben. Da fehlen erstmal Arbeiter. Was ist das? Moosplantage. Liefert Moos zur Weiterverarbeitung. Und mehr aus dem Moos. Entsalzungsanlage. Liefert Wasser, das ihre Angestellten benötigen. Ah ja. Oh. Warnung. Menschliche Ressourcen ungenügend. Ja. Alter, was für Riesenanlagen hier. Vitaminextraktor. Produziert Vitamindrinks. Okay. Bleiben wir erstmal so dabei hier. Bei diesem Baustil. Ah ja, hier ist der Weltraumhafen. Sehr schön. Neue Baupläne verfügbar. Ja, ist okay. Strom können wir. Energiemangel. Ja, warte, ihr könnt mal. Machen wir erstmal hier. Dann bauen wir erstmal die Bude hier hin. So, da haben wir genug Strom. Brauchen wir nur noch ein paar Boys. Ihre Hütten hinsetzen. Irgendwie so. Perfekt. Und keine Sorge. Der Vulkan in der Nähe wird nicht ausbrechen und ihre Siedlung begraben. Ich überwache ihn. Aber es gibt einen Grund zur Sorge. Ja. Wir kämpfen gegen ein Virus. Den Sektor unter Quarantäne zu stellen, ist keine Option, denn wir beziehen Lebensmittel von außerhalb. Aber mit ihrem Raumhafen als Knotenpunkt sind wir auf der sicheren Seite. Okay.
Unter Quarantäne stellen ist keine Option. Leck. Das ist ein zerstörtes Objekt. Mhm. Okay. Wir machen hier einfach mal gerade weiter. Ja. Let's build that shit. So, wenn wir den haben. Perfekt. Dann können wir hier auch, denke ich mal, wieder das Ganze losrattern lassen. Tundra. Das ist jetzt natürlich blöd, dass das hier alles ein bisschen hin und her geswitcht ist, ne? Naja. Bauen wir noch ein paar mehr von den Boys und Girls hier. Ich sehe halt auch gar nichts, Alter. Was ist denn hier? Ist jetzt hier, ist hier Platz oder halt eher weniger? Es schaut aktuell noch gut aus. So, ist das richtig? 2, 4, 6? 2, 4, 5. Na gut. Wird schon passen. Oder halt auch nicht. Dann machen wir es so. Dann passt es auf jeden Fall. Und hier müssen wir dann vielleicht irgendwie mal so ein paar öffentliche Gebäude hinsetzen, falls sie dann noch welche haben wollen. Ja, sehr schön. Also jetzt haben wir hier mal genug Leute. Das ist schön. Die werden hier versorgt mit Vitamindrinks. Smart-Drohnen. Okay, und Gemeinschaft wollen sie. Shuttle kommt planmäßig an. Okay. Neue Baupläne. Ja, sehr schön. Neue Baupläne finde ich immer gut. Für das Allgemeinwohl sind Opfer nötig. Ist nicht persönlich. Ach. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Ja, machen wir sofort. Dann zeige er mir mal, wo hat er sich hingesetzt? Da hat er sich hingesetzt. Let's go. Sie sollten sich selbst fragen, warum. Ja, ja, machen wir dann. Wenn wir soweit sind, fragen wir uns, woran es gelegen hat. Ja, hinterher fragt man sich ja immer, woran es gelegen hat. Minus 10.000! Warum zum Teufel minus 10.000? Im Gange. Naja. Ich hoffe, das ist da einzig und allein daran, dass wir jetzt eskalieren. So hoffe ich. Im Gange. Bleib stehen, du Lump. Bestätigt. Bums. Zum Einsatz. Mach alles kaputt. Okay, dann bist du nicht mehr. Okay, damit sagen wir es nicht mehr. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach. Verstanden. Unbedürftes Erlebnis, was? Ungestilltes Bedürfnis nach Glamour. Guck mal, hier sind da sogar auch noch welche. So, schießt sie so kaputt. Dann fahren wir mal hier oben hin. Nein, die fahren falsch. Dann fahren wir hier hin. Es sind mittlerweile auch vier von den Big Boys hier da, ne? Also das ist schon kritisch. Sind unterwegs. Oh, einmal kurz sammeln. Dann reinfahren. Schild aktivieren. Easy. So einfach kann's gehen. Roger.
Komm, dann fahren wir erstmal hier oben hin und klatschen die mal hier weg. Die kommen doch hier gleich wieder zurück, oder? Roger. So war das doch. Aber wie viel Zeug ich da jetzt aus diesem Einkackschiff bekomme, ey. Bestätigt. Dankeschön, jetzt fahren sie wieder zurück. So, weg damit. So, ihr dürft die aber auch noch zerstören, da die da noch sind. Sehr gut. Dann als nächstes einmal hier hin. Oh, wir machen echt übel hart miese. Das tut echt richtig dolle weh, ne? Bestätigt. EMP hätten wir auch noch im Angebot, ne? Im Gange. Achso, die kommen darum gefahren. Auch gut. 14 Schiffe müssen wir noch. So. Mach sie kaputt! Im Gange. Im Gange. Verstanden. Setzen Sie. So, weg mit den Viechers. Fahren wir mal nach hier unten. Hier haben wir noch ein paar mehr Schiffe. 8 Stück brauchen wir noch. Hier haben wir 4. Roger. So, die sollten... Volle Kraft voraus. Ah, okay. Ist doch überlebt. Okay, aber dafür können wir hier einmal... Reparaturdrohnen gestartet. Completely repair von dem Scheiß, was wir da bekommen haben, täten. Kampfstationen. Feuer frei. Bum, bada, bum, bum, ha. So. Nix ist hier, wird kein Schiff zerdeppert. Gut, dann fahrt ihr wieder nach hier oben. Was ist denn hier eigentlich mit den Schiffen los, Alter? Ja, das ist halt auch ein bisschen buggy hier, ne? Sollte so, glaube ich, nicht sein. So. Gehen wir mal wieder zurück in die Tundra hier. Klicken Sie auf den Raumhaufen. Schließen Sie das Upgrade ab. Ja gut. Das ist eine schwierige Aufgabe. Die kann man nicht mal eben so nebenbei machen. Das erfordert langjährige Ausbildung. Raumhafen-Upgrade. Gesehen, wie kompliziert das war? So. Können wir hier weiter ausbauen. Sehr schön. Nächstes Astronautenteam trifft ein. Zu wenig Vitamindrinks. Kümmern wir uns drum. Ablenkung weniger. Gut. Gut. Raumhafen bereit zur Weiterentwicklung. Na dann. Gut. Wir verlassen uns auf Ihr gesamtes Firmennetzwerk. Wenn dieses Pathogen eine große Siedlung erreicht, haben wir ein Problem. Wir brauchen eine größere Forschungsabteilung. Aber wenn Sie diesen Sumpf bebauen, werden Sie erst in ein paar Jahrhunderten wieder ausgegraben. Wir müssen ihn trockenlegen. Energienetz überladen. Okay, Transfer. Also weiteren Probleme bereiten. Von Superlegierung von hier nach dort. Machen wir mal hier auf 8. Transferroute aktiv. Ah ja, okay, gut. Die wollte ich nämlich haben, die wollte ich nämlich rausnehmen. Tschüss.
Ja, die lassen wir nochmal drinne. Ja, komm, ich lasse erstmal. Ich war gerade überlegen, Achtung, ob sie überhaupt was bringt, aber... Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern bestimmt entdeckt. Kostet ja nur 120. Ja, gut, da können wir uns das schenken. Dann hier machen wir mal eine kleine Straße hin, irgendwie so. Ziemlicher Landgewinn, was? Okay, das beginnt jetzt mit der Trockenlegung. Was ist hier drüben? Jetzt gefahrlos mit ziemlicher Landgewinn, was? Let's go. Okay, da brauchen wir ein paar Baubots. Ist aber auch kein Problem. Brauchen wir auch noch ein paar Baubots. Und hier brauchen wir auch noch ein paar Baubots. Ja, das ist easy. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Baubots von hier nach da. Brauchen wir nicht 20, sondern 10 Stück. Transferroute registriert. So. 15 Superlegionen, 30 Baubots. 19 Superlegionen, 39 Baubots. Das ist ja alles übel günstig. Es kann natürlich sein, dass das mehrere Phasen sind. Würde natürlich irgendwo Sinn ergeben. Naja, gut. Wir haben hier Wolframmine. Die wir nicht bauen können. Tatsächlich können wir die gar nicht bauen. Interessant. Bunkertemperatur, beschädigtes Gebäude. Temperaturkontrolle außerdem, ja. So, was wollen die hier noch? Produzieren sie Mondnahrung? Nee. Bauen sie einen Trockenlegungspump und legen sie die Sümpfe trocken. Let's go. Gut, es dauert jetzt ein paar Minuten offensichtlich. Kobaltmine. Nanopräzisionsfabrik. Smart Drohnen. Nanochips. Okay. Wieso machen wir eigentlich immer noch so viel Minus? Wegen 6000 Firmenanteilen. Okay, das könnte es erklären. Apropos pro Firmenanteil, wir können doch mal das hier tun. Okay, das lohnt sich aber eben gerade nicht so. Ja, nee, ich setze nicht noch einen weiteren Spion ein. Das tun wir nicht. Das ist gut so. Bestätigt. Ah ja, guck mal, er kann fliegen. Sehr schön. Ach, die... Klar, die Nahrung muss ich importieren. So funktioniert das hier. Ach, Mann, ich bin so doof. Ich war schon die ganze Zeit überlegen. Warum kriege ich da hier kein... Warum kann ich keine Fisch bauen? Nee, halt, stopp. Das da will ich. Von hier nach da. Alter. Wie viel die haben wollen, die Schweine hier. Komm, dann machen wir mal direkt eine schöne 40 draus. Meine Vorgesetzte ist zufrieden mit dieser Entwicklung. Meine auch. Ich habe nämlich keine. Neue Baupläne verfügbar. Neue Baupläne verfügbar. Physikinstitut. Schön. Ganz, ganz wunderbar. Epipura. Warum habe ich das hier so gebaut? Warum ist das so? Warum? Hoppala, warum ist das nicht so? Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Machen wir mal so.
like that. Und das gleiche setzen wir jetzt hier drüben nochmal hin. Auseinanderziehen hier die ganzen Hütten. Transfer so. Leidet unter inadäquater Warenversorgung. Ah, ich weiß. Gut, haben wir jetzt. Ja gut, ich brauche natürlich noch die Fische. Ah, so wird ein Schuh draus. Wort ist eine. Achtung, nein, das war das Falsche. Beeinträchtigt Produktion. Mach das mal weg. Das wollte ich nämlich haben. Haben wir noch genug? Ja. Das schaut noch gut aus. So, sind wir jetzt genau bei null, ja? Ist das so? Krass. Nahrung im Überfluss haben wir auch, wunderbar. Arbeit haben wir sogar auch noch über. Das überrascht mich tatsächlich ein bisschen. Dann geht's zurück. Ja, warte mal, was? Hier haben wir nicht genügend Transporter. Stimmt. So, jetzt haben wir's. Jetzt immer noch genügend Fisch? Ja, sehr gut. Jetzt haben wir aber zu wenig Strom. Space Shuttle dockt an. Methaneis haben wir auch noch, sehr schön. Strom haben wir. Dann sieht das jetzt hier wieder gut aus. Genau, die brauchen nur Gemeinschaft? Nee, Gemeinschaft kriegen sie jetzt nicht. Alter, wieso habe ich so wenig Geld? Na, naja, guck mal, vielleicht können wir hier noch irgendwie ein bisschen Geld generieren aus der Welt. Ich schätze, damit sind die Erwartungen erfüllt. Absolut. Schon zurück von den Firmenbesprechungen? Nicht, dass ich mich beschweren würde. Jo. 2:20 brauchen wir noch. Und wir können ja ein Astrophysik-Ding bauen. Dafür könnten wir doch vielleicht mal hier die Leute ein bisschen umziehen lassen. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Wenige Smart-Drohnen, ja. Ohne Smartphone-Drohnen. Diese Variable war unvorhersehbar. Gut, dass sie verschwunden ist. Tada! Oh, schön, Sie endlich persönlich zu treffen. Jetzt können wir auch Physik machen. Kostet jetzt natürlich nochmal 1000 das Ding, obwohl ich das überhaupt nicht brauche, ne? Ja. Machen wir weg. Kostet nur. Spionage. Die veraltete Antivirensoftware Ihres Konkurrenten wurde ausgenutzt. Zugriff auf Rivalen mittels Raubkopien erreicht. Kein Problem. Gut, reicht auch erstmal. 50%ige Chance. Nee, komm her, wir sparen. Wir haben jetzt erstmal wieder genug Geld. Das passt schon. Das passt schon. So, wie sieht's hier aus? 40 Sekunden noch.
Let's go. 20 Sekunden noch. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sie können jetzt mit dem Abpumpen beginnen. Erneut. Das dauert etwas. Machen Sie es sich bequem. Sie müssen die Pumpen auch anschalten. Ich dachte mir fast, dass das Strom kosten wird. Ich weiß nicht, wie ich auf diese... Also nicht Strom, aber dass es noch irgendwas anderes kosten wird. Bei Strom direkt habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ich dachte nur, man muss mal irgendwie Erde reinschmeißen oder so ein Scheiß. Naja, gut. Bauen wir halt mal ein paar Windräder hier hinten hin. Und hier hinten hin. Dann sollen sie alle glücklich sein. Aber schon irgendwie schick. Gut, jetzt wird hier das ganze Wasser rausgepumpt. In den nächsten 10 Minuten. Gut, gut, gut. Ja, das können wir jetzt gerade mal nicht machen. Also, da muss ich vielleicht erstmal hinkommen. Kann das sein? Vorher kann ich das nicht machen. Ich habe auch nicht genügend. Ich habe echt nicht genügend Superlegierung. Gut, besser Superlegierung. Na komm. Kann ich nicht. Geht nicht. Ich muss tatsächlich. Also wahrscheinlich erstmal das Ding hier fertig machen. Dann könnte es klappen. Küstenbauplatz. Ich komme noch nicht dran. Ja, ich muss erst hier den Sumpf frei trockenlegen. Okay. Ja gut, die lassen wir dann mal arbeiten da, die Pumpe. Und wir gehen mal in Richtung unseres lieblichen... wie nennt man es? Orbitalstation? Gedönses? Flupp, da sind wir. Wie sieht's aus mit der... Sie bei Ihrem nächsten Besuch. Schön, Sie wiederzusehen. Andererseits sehe ich Sie sowieso ständig. Genau. Denn jetzt haben wir... Warte mal. Ihre Lebenszeichen sind innerhalb der Parameter. Doch genau, hier. Das hätte ich gerne. Energiecluster, damit wir das hier bauen können. Energiecluster oder ein Schwerindustriekammer. Du kommst weg. Können nicht aufrechterhalten werden. Schwerindustrie. Unzureichendes Forschungsmaterial. Nichts brennt oder explodiert. Zumindest im Augenblick. Erhöht die Produktivität von Schwerindustrieanlagen. Mhm. Und was macht das? Erhöht die Produktivität von Energieanlagen. Das finde ich eigentlich geiler. Energiecluster. Komm her, let's go. Oh. Okay, ich nehme doch Schwerindustrie. Oh. Ich nehme doch nichts von beiden. Verdammt. Als Geschäftsführer sollten Sie hin und wieder Präsenz auf dem Weltmarkt zeigen. Witzig. Wo wir das gerade ansprechen? Ich habe ja mich die letzte Folge oder vorletzte Folge so übelst darüber echauffiert, dass ich nicht checke, wie dieser Weltmarkt funktioniert. Tatsächlich ist er übel simpel. Nämlich, dass ich hier wirklich einfach nur neue Route, ich möchte gerne das hier von hier nach da schicken. Aber das geht nicht, weil der scheiß Weltmarkt offline ist. Und aller nach, Voraussicht nach auch dauerhaft offline bleiben wird, weil Ubisoft sich darum nicht mehr kümmern möchte. Vermutlich. Was jetzt nicht komplett befremdlich ist, da es sich um ein relativ altes Spiel handelt. Aber da möchte ich einmal anmerken, wenn man so eine Funktion in ein Spiel einbaut, muss man auch dafür sorgen, dass sie dauerhaft präsent ist. Oder wenn man es abschaltet, dass ein Patch kommt, womit der auch offline funktioniert. In irgendeiner Kombination in dieser Weise. Aber einfach... Ja, funktioniert nicht mehr und jetzt lassen wir es weg. Ist scheiße. So soll das eigentlich nicht sein. Hat sich auch einiger Unmut drüber breit gemacht in den Kommentaren, sage ich jetzt mal. Limit erreicht, okay. Limit erreicht. Ja, ich wollte eigentlich die nach hier hinten verlegen, so ein bisschen.
so. Forschung bietet neue Optionen. Kann ich das irgendwie optimaler gestalten, das Ganze? Passiert, wenn ich dich hier erkreise. Erreichen kritische Stufe. Es ist zu wenig, okay. Shuttle kommt planmäßig an. Beachten Sie, dass die Auktion eigener Firmenanteile begonnen hat. Hat sie nicht. Okay, das macht jetzt ja so aber auch nicht so richtig viel Sinn, ne? Weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob das alles so ist, wie es sein soll hier gerade. Also. Ich wollte Ihnen sowieso meine Studien zeigen. Kriege ich da irgendwas wieder, wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Weg abreiße? Natürlich nicht. Bist du denn? Ein Kühlmodul. Ein Kühlmodul eigentlich, aber ist okay. Kann ich helfen? Die Temperatur ist niedrig. Brauchen wir Gewächshäuser. Ich hoffe, Sie finden es hier nicht langweilig. Limit erreicht. Pass mal auf, dann setzt ihr euch mal wieder hier alle hin. So. Sie wollen mich sehen? Die Solarzellen. Kommen da hier. Komm. So. Temperaturen erreichen kritische Stufe. Also, das ist eine nette Überraschung. Was? Oh, willkommen. Gut, die kriegt jetzt gar keine Solarenergie ab, sehe ich auch gerade. Oh, hallo. Die sind aber auch nicht auf dem Limit hier. Nehmen wir doch mal den, schieben den hier drüben hin. Der kommt mal kurz dahin, damit wir den von hier dann dahin packen können. So. Temperaturen erreichen kritische Stufe. Und du kommst mal nach hier drüben. Oh, du bist so da voll da, der nicht. Ich hoffe, Sie finden es hier nicht lang. Kann ich helfen? So, die sind aber immerhin Solar jetzt voll da. Sie rein, aber bitte fassen Sie nicht an. Theoretisch könnte ich den doch hier auch wegreißen. Ist unzureichend. Oh, der ist wieder zu hoch. Kommen Sie rein, aber der ist optimal. Kann ich den dann hier drüben hinsetzen? Erreichen kritische Stufe. Ja. Hitzeverringerung ist unzureichend. Hä? Ist entweder das too much oder too wenig? Also hier, das ist... Oh, hallo.
much or too less. Okay, dann. Hitzeverringerung ist unzureichend. Ein Solar. Ach, guck mal, der hat hier sein ganz eigenes, stimmt ja. Kommen Sie rein, aber bitte fassen Sie nichts an. Also, das ist eine. Okay, was passiert denn, wenn ich jetzt mal beispielsweise den hier wegnehme? Hat die dann noch genügend Schwerkraft? Also, ja. Wahrscheinlich wegen den hier hinten. Wenn ich jetzt. Naja, machen wir mal gerade mal so. Ist unzureichend. So, du hast jetzt keine Schwerkraft mehr, klar. Du hast trotzdem noch genügend Schwerkraft. Also ich brauche ein Schwerkraft, ein Solarmodul. Machen wir so. Ist unzureichend. Also, das ist eine nette Überraschung. Was? Okay. Okay. So, du kommst mal nach hier. Kommst du nach da? So. Solarmodul, Gewächshaus. Also, wie kann ich behilflich sein? Vorsicht, ein Vakuum ist kein Kühlsystem. Ich glaube, wir sind alle froh, dass diese Angelegenheit vom Tisch ist. Es fehlt ein Gewächshaus. Also, den fehlt. Also, ist das echt wegen der Distanz? Das ist ja echt ganz schön schwennig, du. Das ist ja richtig, richtig doof irgendwie. Ich würde das gerne alles optimiert haben. Warte mal, ich kann den doch da hinsetzen und den dahin. Nicht aufrechterhalten werden. Sie wollen. Ja. Möglichkeit für technologischen Fortschritt erkannt. Weißt du was, ich glaube, ich mache das wie folgt. Transferroute ineffizient. Cool, neuer Erfolg. Ich habe gerade überhaupt nicht hingesehen. Fehlende Waren. So. Möglich Hitzeverringerung ist bislang. Ihre Lebenszeichen sind innerhalb der Parameter. Doch ich empfehle, dass Sie nicht so lange in der Schwerelosigkeit bleiben. Naja, Hoppala. Das wollte ich gar nicht. Hier wollte ich hin. So, und dann machen wir es nämlich so. Hier haben wir jetzt hier das und da. Genau, wir brauchen Solar. Wir machen das mal so. Solar, Solar. Können wir auch hier drüben hinsetzen. So. Machen wir zweimal Solar. Dann benötigen wir zweimal Schwerkraft. Ein Vakuum ist kein Kühlsystem. Und zweimal Gärten. Hier, noch zweimal. Und Kühlsysteme brauchen wir noch. Transferroute. Und dann haben wir nicht ausreichend von dem ganzen Scheiß vorhanden. But why? Es würde doch so schön passen, wenn das jetzt so in Ordnung wäre. Mann! Nette Überraschung. Ihre Lebenszeichen sind innerhalb der Parameter.
ich würde sagen, da beschäftigen wir uns in der nächsten Folge nochmal ein bisschen mit. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und gehabt euch wohl. Wertes Volk.